Am 23. Juni 2006 habe ich mir bei der Vorführung eines Kunststücks diese Schnittnarbe hier an meinem linken Daumen zugelegt. Und habe seitdem versucht, das Kunststück weitgehend zu vermeiden, aber heute für Sie, Günther, mache ich es einfach nochmal. Und es hat mit großen Spielkarten zu tun und diese Karten kann man ja abheben. Nämlich einfach einen Teil hochheben und runterlegen. Ich würde Sie bitten, das einfach mal für uns zu tun. Die Karten irgendwo abzuheben und runterzulegen. Das Ganze hat natürlich mit Geschicklichkeit zu tun. Gern nochmal, wenn Sie wollen, Günther. Und das ist mit großen Spielkarten gar nicht so einfach. Soweit zufrieden? Dann würde ich Sie bitten, die oberste Karte zu nehmen, auf den Tisch zu legen und Ihre Hand drauf zu legen. Genau, einfach auf den Tisch die Hand drauf. Sehr gut. Die Karte kennt jetzt ja noch keiner. Ja, wir haben sie nicht angesehen, Sie kennen sie auch nicht. Und genau so soll es bleiben, denn ich werde versuchen, Ihre Spielkarte mit Hilfe dieses Messers wiederzufinden. Ja, Günther, jetzt sind Sie ein bisschen erschrocken, das ist nicht schlimm, denn das wäre auch viel zu einfach. Die Karte wiederzufinden ist ja ganz einfach. Ich stecke drauf, die Karte steckt im Messer, alles ist gut. Wir machen es uns heute deswegen richtig schwer. Ich finde nicht Ihre Karte, sondern ich finde die Karte, die Ihrer am ähnlichsten ist. Also die Zwillingskarte. Haben Sie also eine rote, finde ich auch eine rote. Haben Sie eine schwarze, finde ich eine schwarze. Und genau den gleichen Wert wie die Karte, die Sie hier unter Ihrer Hand haben, die allerdings niemand von uns noch kennen kann. Und das alles mit Hilfe dieses Messers und hoffentlich nicht meinem Daumen. Schauen Sie, Günther, ich stecke einfach das Messer irgendwo hier rein, in die Mitte des Kartenspiels. Ich selber weiß auch noch nicht genau, ob ich die Karte getroffen habe oder nicht, aber ich behaupte, dass die Karte, die jetzt genau über dem Messer liegt, die Zwillingskarte zu Ihrer gewählten ist. Wir schauen mal nach. Ich habe erstochen die Karo 3. Und wenn das wirklich geklappt haben sollte, Günther, dann müssten Sie welche Karte unter Ihrer Hand haben? Eine rote 3 ist dann die Herz 3. Das wäre ein Wunder. Manchmal werden Wunder wahr. Würden Sie die Karte hochheben und in die Kamera halten? Na, Gott sei Dank.